Vor dem Kampf stimmten die Westgoten in wilden Gesängen das Lob der Vorfahren an. Aus dem Hinterhalt Reiterattacken zu führen, das machte ihre Erfolge aus. Am 18. November 401 fiel Alarich in Italien ein. Die damalige Hauptstadt Mailand wurde belagert. Daraufhin verlegte der Kaiser die Kapitale in das besser geschützte Ravenna, wo er sich verschanzte. Auf ihrer langen Wanderung vom Schwarzen Meer hatten die Westgoten Griechenland bis zum Peloponnes durchquert. Piräus wurde eingenommen, Athen blieb verschont. Pallas Athene und Achill sollen auf den Mauern erschienen sein. Die Goten marschierten weiter nach Rom. Die ewige Stadt war dem Untergang geweiht. Alarich forderte einen neuen Vertrag als Verbündeter Roms, jährliche Getreidelieferungen und Frieden. Als Siedlungsland beanspruchte er Donauprovinzen. Gewährt wurden ihm schließlich im Jahre 408 5.000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber, 4.000 seidene Gewänder, 3.000 purpurgefärbte Felle und ebenso viel Pfund Pfeffer. Doch Alarich ließ nicht locker. Er belagerte Rom aufs Neue. Am 24. August 410 kam die Wende. Hunger und Seuchen legten die von den Goten umzingelte Stadt lahm. Was seit dem Gallier-Einfall 800 Jahre lang keinem Feind gelungen war, das vollbrachte Alarich. Er setzte seinen Fuß in die ewige Stadt. Die Tore Roms wurden, so heißt es, von einer Dame der Gesellschaft heimlich geöffnet. Rom ist eingenommen. Diese Horrormeldung versetzte die Menschen in Panik. Waren es die heidnischen Götter, die sich für den Abfall von der alten Religion rächten? Wozu sind die Gräber der Apostel gut, fragten sich die Christen. Augustinus versuchte in seinem Werk Vom Gottesstaat den Gläubigen Trost zu spenden. 3 Tage und 3 Nächte plünderten die Westgoten. Dass sie dabei christliche Kirchen verschonten, hielten ihnen die Zeitgenossen zugute. Was ihnen in die Hände fiel, war der Tempelschatz aus Jerusalem. Titus hatte ihn im jüdischen Krieg erbeutet. Jahrhunderte später gehörte er noch zum Kronschatz des Westgotenkönigs. Alarich war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nordafrika, die Kornkammer des Imperiums, war jetzt sein Ziel. In Süditalien wollte er übersetzen. Doch heftige Unwetter vereitelten dieses Unternehmen. Auf dem Rückweg nach Norden ereilte Alarich der Tod. Im trockengelegten Flussbett des Busento bei Cosenza soll der gotische Held bestattet worden sein. Aus Furcht vor Grabräubern brachte man die Totengräber um. Legenden ranken sich um diesen Ort. Sein Schwager, Ataulf, führte nun die Westgoten nach Gallien. Ein Zeitgenosse begrüßte ihre Ansiedlung, da sie nun ihre Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet hätten. Ein anderer würdigte ihre Sittenstrenge, die im Gegensatz zur Verderbtheit der Römer stand. Auf Befehl der Reichsregierung sollten sie gegen innere Feinde vorgehen. Getreidelieferungen und Jahresgelder garantierten nun ein sicheres Auskommen. Und König Ataulf vermählte sich mit Galla Placidia, der Kaiserschwester. Als Hochzeitsgeschenk erhielt sie 50 Jünglinge in seidenen Gewändern. Ataulf trug die Uniform eines hochrangigen römischen Offiziers. Auch die Zeremonie war römisch geprägt. Am Ende allerdings stimmte die Runde gotische Lieder an. Galla Placidia era hermana del emperador. Galla Placidia war die Schwester des römischen Kaisers. Sie wurde als Geisel genommen und in Forlì fand die erste Hochzeit zwischen Ataulf und Galla Placidia statt. Dann gingen sie nach Narbonne, wo eine zweite Hochzeit in einem römischen Haus mit allem römischen Pomp gefeiert wurde. Y después se trasladan a Narbona, donde se celebra un segundo matrimonio. Danach begaben sich Galla Placidia und Ataulf nach Barcelona mit der Absicht, ein neues Reich zu gründen mit dem Namen Gotia. Eigentlich ein Traum von Ataulf. Eine Art Kopie des römischen Reiches im westlichen Mittelmeer. Llamado Gothia, que es un sueño que tiene Ataulfo, a imitación de lo que es el Imperio Romano, pero establecido en la región más occidental del Mediterráneo.
Galla Placidia parece que tenía un cierto acuerdo. Galla Placidia hatte offenbar mit Atta Ulf ein Abkommen geschlossen, um dieses neue Reich zu gründen. Aber unter der Oberhoheit der römischen Macht. Dieser Traum erfüllte sich nicht. Galla Placidia kehrte nach Italien zurück. Atta Ulf wurde durch die eigenen Truppen in Barcelona ermordet und Theodosius, der gemeinsame Sohn von beiden, starb in Barcelona. Damit scheiterte auch das Anliegen Atta Ulfs, mit seinem Nachfolger an das antike Erbe anzuknüpfen. Die Residenz von Atta Ulf lag wohl innerhalb der spätantiken Stadtmauern von Barcelona. Sie umschlossen ein nur kleines Areal von 12 Hektar. Neben Toulouse, der Hauptstadt des gallischen Westgotenreiches, gab es in Arles eine weitere Residenz. Sie ist im Dunkel der Geschichte versunken. Wie an anderen Königshöfen der Zeit entstanden Hofämter, so das Amt des Mundschenks. Dieser Begriff stammt von einem gotischen Wort ab. Nicht umsonst kursierte damals das geflügelte Wort, sie saufen wie die Goten. König Theoderich II. Studierte beim späteren König Avitus Vergil und römisches Recht. Sein Aussehen und der Tagesablauf sind überliefert. Das Haar fiel ihm über die Ohren hinab, wie es bei den Westgoten üblich war. Die Haut des Königs war weiß wie Milch. Er errötete leicht, doch nicht aus Zorn, sondern aus Schüchternheit. Theoderich II. Hatte einen kräftigen Körperbau. Theoderich empfing Gesandte. Dabei hörte er aufmerksam zu, sprach aber selbst wenig. In der zweiten Stunde nach Sonnenaufgang erhob sich der König. Er besichtigte den Marstall und den Schatz. Nach Abschluss der Staatsgeschäfte begab sich Theoderich II. Häufig auf die Jagd. Nach der Rückkehr fand das Mittagessen statt. Die Speisen waren delikat zubereitet. Das silberne Tafelgeschirr war nicht besonders kostbar. Danach hielt der König nicht, wie es schon damals in Südgallien üblich war, Mittagsruhe, sondern er ließ sich Würfel bringen. Auch beim Spiel liebte er es nicht, von seiner Umgebung gefürchtet zu werden. Das Würfeln versetzte ihn in so gute Laune, dass man ihm mit Aussicht auf Gewährung Bitten vortragen konnte. Im Auftrag Roms sollten die Westgoten auch Spanien von inneren und äußeren Feinden befreien. Das brachte eine Ausdehnung ihres Herrschaftsbereiches auch jenseits der Pyrenäen. Später drängten die Franken die Westgoten in Gallien weiter zurück. Bei Poitiers kam es 507 zur Schlacht. Die Westgoten wurden besiegt. Das bedeutete das Ende des Reiches von Toulouse. Die Franken eroberten das Land bis zu den Pyrenäen. Ein Teil des Westgoten